ZDF Neo. Zuallererst mal möchte ich mich beim Präsidenten des Bundestags, Norbert Lammert, bedanken, dass wir überhaupt senden dürfen. Der ist nämlich, ich weiß gar nicht, ob Sie das mitbekommen haben, der ist stinksauer aufs ZDF. Ja, weil der Sender sich manchmal weigert, seine hochspannenden Debatten zu übertragen. Das ZDF hat sich nach mehrfacher Rückfrage unsererseits am Ende gegen die Übertragung entschieden. In der Drehscheibe Deutschland ist nach den eigenen Programmauskünften jetzt zeitgleich zu sehen. Ein Bericht über Angst vor Genkartoffeln, über geprellte Bauherren und über einen Melkwettbewerb in Niedersachsen. Was? Der Melkwettbewerb war schon? Verdammt, ich habe ihn verpasst. Ja, und nächste Woche übertragen wir übrigens live die Weltmeisterschaft im Ferkel-Weitwurf. Moderiert von Thomas Gottschalk. Außerdem hat der Lammert, hat der im Moment nicht ganz andere Sorgen? CDU, diese Woche haben Sie es gelesen, nur noch 32%. Das ist der schlechteste Wert seit dem Spendenskandal vor 10 Jahren. Und wer ist schuld? Die Merkel jedenfalls nicht. Die gibt alles. Liebe Leute, wenn Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg durch die soziale Marktwirtschaft mit dem Geist aufgebaut worden wäre, dass man sagt, ich tue nur das, wenn es durch Gesetz verboten ist oder nicht. Oh, das habe ich aber nicht probiert. Also, fange jetzt nochmal an. Das wird schön für die Satire-Sendung. Aber die müssen ja auch mal was davon haben. Also. Ja, ich lieb gemeint, Frau Merkel, aber für unsere Satire-Sendung ist das leider nicht lustig genug. Können wir nicht senden. Sorry. Vielleicht ein andermal. Aber Versprecher sind bei Merkel ja äußerst selten, das muss man ihr wirklich lassen. Normalerweise haut die Frau die Sprüche raus wie ein Rhetoriktrainer nach 7 Tassen Espresso. Zum Beispiel hier beim selben CDU-Parteitag in Münster. Wir können nicht die Kommunen ausbluten lassen, damit wir Steuersenkungen durchsetzen. So sieht's nämlich mal aus. Bravo! Schluss mit dem Bluten der Kommunen. Ganz genau. Bravo! Mir fällt gerade ein, warum bluten die eigentlich, die Kommunen? Ach ja, unter anderem wegen diesem ollen Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Wer wollte das nochmal? Ach ja, die Merkel. Naja, komm. Was man im Wahlkampf halt so sagt. Ne? Nehmen Sie mal den Rüttgers. Wofür steht der eigentlich? Ich stehe für eine andere Politik als die FDP. Und zwar für eine völlig andere Politik als die FDP. Und deswegen regiert er ja auch erst seit 5 Jahren mit denen. Unter Protest. Ja, das war eine reine Sexgeschichte, ohne Liebe, dass das klar ist. Der jetzt auch noch, dieses ständige FDP-Gebäsche überall. Gibt's denn gar keine anderen Feindbilder mehr in Deutschland? Zum Beispiel, was weiß ich, die Grünen? Die Grünen sind einfach nur machtgeil. Ja. Ganz im Gegensatz zu Rente Rüttgers, der ist einfach nur geldgeil. Ja. Ja, schauen Sie sich mal diese Bilder hier an, auch aus Münster. Und achten Sie jetzt mal nur auf seine Gesten. Hier, das sind doch, wenn Sie jetzt gleich hingucken, schon wieder geheime Handzeichen an seine Sponsoren. Haben Sie es gemerkt? Das war 4 und 10. Macht zusammen 14.000 Euro für ein Fotoshooting. Leicht bekleidet, wohlgemerkt. Ganz nackt wird's aber billiger. Und was die Koalition in Berlin angeht, da stellt jetzt der Plasberg mal die Frage aller Fragen. Hat sich eigentlich einer wirklich auf diese Koalition gefreut? Och ja. Och ja. Da ist ja einer völlig außer sich vor Begeisterung. Begeisterung hat einen Namen, aber der ist nicht Seehofer. Ja, wie geht's denn nun weiter mit dieser Selbsthilfegruppe, formerly known as the Bundesregierung? Das kann mir Christian Ehring sagen. Hallo Christian. Hallo Oliver. Mensch, ist das schön, Sie zu sehen. Ich bin so glücklich. Ist das schön, Sie zu sehen. Super. Ja, freut mich auch. Aber warum sind Sie denn so ekelhaft gut drauf? Sind Sie krank oder was? Unsinn, ich bin einfach so stolz auf unsere Regierung.
Okay, Sie sind krank, jetzt ist es offiziell. Nein, Oliver, nein, ich finde es einfach toll, dass die Regierung endlich durchstartet. Genau wie unser Schumi. Ja? Brumm. Schumi? Der ist gerade mal Sechster geworden, brumm, brumm. Ja, und der Mann ist über 40. In dem Alter ist man froh, wenn man überhaupt irgendwo ankommt. Bitte? Und was unsere Regierung betrifft, wann hat die Wirtschaftskrise nochmal angefangen? Hm. Vor gerade mal 2 Jahren. Und jetzt schon kümmert sich die Merkel um die Banken. Was für ein Tempo, mir wird ganz schwindelig. Hier. Die Bundesregierung will darüber hinaus die Groß- und Landesbanken zur Kasse bitten. Die Merkel, dieses Teufelsweib, lässt die bösen Banken schön bluten. Yippie-yay, Schweinebanker. Ja. Aber so einfach ist es ja nicht. Erstmal kostet das die Merkel gar nichts, Punkt 1. Und die Kohle holen sich die Schweinebanker je von den Kunden wieder. Ne? Aber sagen Sie mal, Ehring, Sie sind ja voll der Merkel-Fan. Davon gibt es ja nicht mehr viele. Ne? Speziell im europäischen Ausland hat die Frau nicht mehr viele Freunde. Ach, wer braucht denn Freunde im Ausland? Die meisten von denen sind Ausländer. Lesen Sie mal diese frechen Griechen zum Beispiel, diese Tzatziki-Zombies. Ja? Nur weil die Merkel denen kein Geld in den Rachen stopft, keilen die ganz unfair aus. Der Dolchstoß gegen die Griechen, so sehen es Athener Zeitungen. Angela Merkel, der Brutus im Euroclub. Das ist ja unfassbar. Unfassbar. Oder unfassbar, wie die Griechen unsere Kanzlerin hier behandeln. Das meine ich nicht. Das ist die schlechteste Karikatur, die ich je gesehen habe. Gibt es doch bessere Karikaturisten, zum Beispiel in Dänemark oder so. Im Übrigen, die ganze... habe ich gehört. Die ganze Nummer, Ehring, von wegen kein Geld für Griechen, das ist doch schon wieder billiger Populismus. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, das kostet sie nichts. Mein Gott, Oliver, was sind Sie eigentlich für eine Miesmuschel? Also ich bin trotzdem gut drauf. Ich finde alles super. Ich finde super. Aber ich finde es super, mega, hammer, klasse. Ja, das ist ebenso erschreckend wie beneidenswert, Ehring. Wo nehmen Sie denn bloß diesen Optimismus her? Aus dem Internet. Internet? Ja. Stehen da erfreuliche Nachrichten drin, oder was? Quatsch. Da kann man rezeptfrei diese geilen Antidepressiva hier bestellen. Yippie! Das ist ein Ehring, meine Damen und Herren. Gute Besserung. Ja, das große Thema auf dem EU-Gipfel in Brüssel diese Woche natürlich Griechenland. Darf man den komplett bankrotten Hellenen Geld geben? Oder ist das so wie mit den streunenden Katzen im Urlaub, die man ja auch nicht füttern soll, weil die sonst immer wieder ankommen? Martin Sonneborn meint, helfen ist jetzt erste Bürgerpflicht. Frau Koch, guten Tag. Sonneborn von der EU. Wir kommen wegen der Griechenland-Sache. Ich habe keine Meinung dafür. Sie haben keine Meinung zu Griechenland? Nein. Wir haben auch die Möglichkeit, dass Sie eine Patenschaft für einen Griechen übernehmen. Ich kann Ihnen hier mal Bild zeigen. Ich bin verheiratet, wie gesagt, und ich würde ohne meinen Mann nie irgendwie was machen oder irgendwie was sagen. Also tut mir leid. Ja. Schauen Sie mal hier, das ist Kostas Papanastasio. Der ist von Beruf Fischer, 68 Jahre, ist ebenfalls verheiratet, also genau wie Sie. 6 Kinder, 12 Enkel. Sie bräuchten ihn auch gar nicht aufzunehmen. Also nee, nein, wirklich. Nur eine Patenschaft. Nein. Der kommt Sie auch nicht besuchen. Nein, kein Problem, nein, überhaupt nicht. Fischereidiplom, Bildung, Grundschule, Kenntnisse in Hochseefischerei, Tiefseefischerei. Würde ich gerne machen. Würden Sie gerne machen, finde ich gut. Wo könnte der unterkommen? Dass wir hier bei uns wohnen. Ja, zum Beispiel. Haben Sie da noch einen Anbau? Nee, einen Anbau haben wir nicht. Oder eine Garage? Eine Garage haben wir da. Haben Sie hier noch Platz irgendwo in dieser Häuser? Im Gewächshaus kann man nicht wohnen. Wenn man das ein bisschen umgestaltet? Um Himmels Willen. Nee, das wird ja ein bisschen kalt im Winter. Ich würde auch niemals zumuten, in einem Schuppen zu wohnen. Naja, die Griechen haben nicht so hohe Ansprüche wie wir hier. Das ist schon ein Unterschied. Also Sie würden sich für Georgios Aferov entscheiden? Ja. Ah, guckt auch ein bisschen verschmitzt. Wie gesagt, ich bin mein Mann zusammen und da kann ich mich selber entscheiden, da muss mein Mann auch zustimmen. Wohnt er im Haus oder in der Garage dann? Mein Mann. Nein, der Grieche, den Sie aufnehmen. Ja, das müsste man entweder entscheiden. Also Sie hätten Platz? Wir hätten Platz, ja. Die EU ist da. Sie sind von der EU, ich habe aber nichts bestellt. Sie haben 2 Griechen hier für Sie. Sie können eine Patenschaft übernehmen. Und für Griechenland? Und für Sie, Mann. Aber was ist mit den Griechen? Ja, die sollen genauso wirtschaften wie wir auch. Das können die nicht, von der Mentalität her. Ja, die liegen lieber am Strand.
Helfen auch Sie mit. Holen Sie sich Ihren eigenen Griechen ins Haus. Tanzgrieche. Martin Sonneborn, auch in Ihnen schlummert ein Tänzer, der raus möchte. Ja, es ist schon ein bisschen später jetzt und ich weiß natürlich, um diese Uhrzeit werden viele ZDF-Zuschauer von ihrem Pfleger bereits bettfertig gemacht. Und ich bin tatsächlich vertraglich verpflichtet, diesen Menschen jetzt noch eine kleine Gute-Nacht-Geschichte mit auf den Weg zu geben. Super, also, das Märchen heißt Hans und nicht Karl Theodor im Glück und ist ein Märchen der Gebrüder... Bravo. Nein. Leider falsch, denn unser Märchen heute Abend heißt Talibaba und die 40 Tanklaster. Und die Hauptrolle spielt ein junger Prinz namens Karl Theodor Maria Nikolaus Johann Jakob, die Zeit haben wir jetzt nicht. Ein Prinz jedenfalls, den das Volk von Herzen liebte, weil er einst den magischen Opelblitz aus dem Felsen gezogen hatte. Und reden konnte er wie kein zweiter. Ja, er laberte so manchem eine goldene Klinke an die Backe. Und wenn der Edelmann allein war, fragte er immer wieder, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Schönste im ganzen Land? Aber der Spiegel sagte nur, wo soll ich das wissen? Ich bin ein seriöses Nachrichtenmagazin, aber frag doch mal den Fokus. Da lachte der Prinz, denn er kannte diesen alten Witz noch nicht. Doch dann verging ihm das glockenhelle Lachen, denn er erbte ein Königreich. Das hieß Kundus. Und das wurde angegriffen von bösen, bärtigen Männern, die gekommen waren, um kostbare Tanklaster zu rauben. Da bekam der Heerführer Oberst Klein, ein echter Wolf im Schafspelz, eine furchtbare Wut und er hustete und pustete. Bis alle Tanklaster weggepustet waren. Der Bote des Prinzen, bekannt als das tapfere Schneiderhahn, eilte zum Prinzen und dieser trat vor sein Volk, um zu verkünden, dass die Militärschläge und die Luftschläge vor dem Gesamtbedrohungshintergrund als militärisch angemessen zu sehen sind. Doch der Bericht vom tapferen Schneiderhahn ließ etwas ganz anderes vermuten. Und als das Volk nachfragte, fand der Prinz es militärisch nicht angemessen. Getreu dem Motto, meine Suppe esse ich nicht, meine Suppe hat mir ein anderer eingebrockt, sagte er also zum tapferen Schneiderhahn, du hast mir treu und ehrlich gedient. Wie der Dienst war, so soll der Lohn sein. Oder mit anderen Worten, du bist gefeuert, du Pfeife. Der Prinz aber. Der Prinz aber hatte gar nicht gelogen, sondern lediglich nach seiner Maxime gehandelt. Ich schleife die Schere und drehe geschwind und hänge mein Mäntelchen nach dem Wind. Bravo. Bravo, bravissimo. Ja, aber Moment mal, euer Durchlauchte. Eine kleine Frage hätte ich da schon noch, und zwar... Okay, das war deutlich. Ja, Gutenbergs Aussage vor dem Kundus-Untersuchungsausschuss im April wird sicherlich interessant, aber trotz aller offenen Fragen, seine Beliebtheit in der Bevölkerung ist ungebrochen. Platz 2 im aktuellen Politiker-Ranking des Spiegel, gleich hinter Horst Köhler. Das ist sehr erstaunlich, finde ich. Und da fragen wir doch mal unsere Demoskopie-Expertin Tina Hausten. Tina, warum ist der Gutenberg denn immer noch so beliebt? Und sagen Sie mir jetzt bitte nicht, weil er so gut aussieht. Nein, Oliver, so oberflächlich sind die Deutschen nicht. 43% sagen, ich find's toll, dass Gutenberg jetzt wieder mit seiner Liliana zusammen ist. Diesen Menschen habe ich dann versucht zu erklären, dass es sich bei Lilianas Freund um den Rekordnationalspieler Lothar Matthäus handelt. Daraufhin sagten mir 91% der Befragten, du brauchst mir nicht zu erklären, wer Lothar Matthäus ist, du blöde Umfragelesbe. Daraufhin sage ich, Freundchen, für dich heißt das immer noch Sie, blöde Umfragelesbe. Worauf, wenn er zu mir sagt... Ja, Tina, wir kommen jetzt ein bisschen ab vom Thema. Was genau fasziniert die Leute so an Gutenberg? Adelig und gut aussehend, das alleine kann es doch bitte nicht sein. Nein, Oliver, alleine nicht. Aber beides zusammen? Ich meine, nennen Sie mir doch mal einen anderen gut aussehenden Adligen, Oliver. Und denken Sie daran, dass die meisten dieser Familien von jahrhundertelanger Inzucht gezeichnet sind. Das ist für mich überhaupt kein Problem, das sage ich Ihnen. Das ist hier Ernst auch, nee. Foff hier auch nicht. Hier, was ist denn mit diesem Prinz von Hohenzollern, den die Bild-Zeitung frecherweise immer der geile Depp genannt hat? Der war ein geiler Depp, sonst nichts. Ja, das weiß ich auch nicht.
Tja, Oliver, Sie müssen sich wohl damit abfinden. Alle finden Gutenberg cool. Hier, in diesem Bierzelt zum Beispiel, geht er voll auf AC/DC ab. Und genau das lieben die Deutschen. War ja wenig Politiker, aber richtig charismatisch, Herr Lappel. Beste politische Gilamos, seit es ein Gilamos gibt. Ja, Tina, das waren aber keine Deutschen. Ich hab kein Wort verstanden. Gutturale Grundflaute. War das Tschechisch oder was? Ja, spotten Sie nur. Sie stehen jedenfalls nicht auf Platz 2 im Spiegel-Ranking. Ranking, Schmenking. Da ist Renate Künast, die beliebteste Oppositionspolitikerin. Wie geht das denn bitte? Ganz einfach, Oliver. Sie ist süß. Süß? Tina, ich bitte Sie. Doch, schauen Sie mal hier, wie putzig die gucken kann. Und woran erinnert Sie das? Keine Ahnung. An eine verkaterte Grüne? Nein, an ihn hier. Gott, ist der süß. Ja, Tina Hausten, die niedliche Tina Hausten, meine Damen und Herren. Dankeschön. Süß. Aber gut, jetzt weiß ich auch endlich, warum die Künast so dünn ist. Die frisst nur Eukalyptusblätter. Der Bundesgerichtshof hat diese Woche entschieden, dass der Gaspreis für Privatkunden ab sofort nicht mehr direkt an den Ölpreis gekoppelt bleiben darf. Das ist, da werden Sie mir recht geben, ein ganz, ganz wichtiges Urteil. Gas ist eine Energiequelle der Zukunft und der Trend geht ganz eindeutig zum Biogas. Olaf Schubert hat für uns eine Biogasanlage in der Nähe von Leipzig besucht. Da machen die aus Gülle Geld, also im Grunde genau dasselbe wie RTL. Ja. Wir sind hier in Osterburg. Hier wird aus Strom Scheiße gemacht. Also reziprok, andersrum. Es ist ein Schritt in eine richtige Richtung. Denn während anderorten über Reaktorlaufzeitverlängerung nachgedacht wird, wird hier der ganz neue Weg eingeschlagen. Ich habe mich umgeschaut. I'm going up the country, babe, don't you wanna go? I'm going up the country, babe, don't you wanna go? Herr Günther, dort ist der Reaktor, dort ist das Gas, dort ist die Hightech, dort wird aus der Gülle Strom gemacht. Das muss ja irgendwie ein technisches, kompliziertes Verfahren sein. Da braucht's ja einen Adapter, ne? Denn ich kann ja nicht direkt mein Handy an den Misthaufen anschließen. Das stimmt, das ist vollkommen richtig. Und deswegen gibt es auch diesen sogenannten Gülle-Adapter. Sozusagen Klinke, Banane. Das ist so wie Chinch, Schuko früher. Bloß eben ohne kompatibles Transmitterelement. Bin ja auch nicht auf der Wurstpelle hergeschwommen. 16 Watt, 20 Watt, 24 Watt, 28 Watt, 32 Watt, 34,5. Immerhin. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel die 32905. Die ist momentan im Standby und hat trotzdem ja, eine energetische Ausstrahlung. Ne? Hat irgendwie eine positive Wirkung und die wird dann einfach so trotzdem mit eingespeist ins Netz. Das geht alles über Satellit. Besteht denn theoretisch die Möglichkeit, den Energiegehalt des Kotes zu erhöhen, indem man jetzt der Kuh, sag ich mal, Energietrinks unters Futter mischt, heimlich. Wenn wir die Kuh, die füttern wir schon optimal aus, also mehr geht dann nicht mehr und Scheiße bleibt Scheiße. Kubikdezimeter feinster Hektodung. Einfach nur schön. Ja, uns wurden neue Wege aufgezeigt, in völlig unbekannte Richtungen. Es ist genug Kacke da und einen Q-Tipp habe ich noch. Wenn man die ganze Scheiße, die im Fernsehen produziert wird, noch mit dazu rechnet, müssen wir uns um unsere Zukunft, glaube ich, keine Sorgen machen. Und damit zurück dorthin, wo die andere heiße Luft produziert wird. Olaf Schubert! Ja, bevor Sie jetzt alle wieder Briefe an ZDF schreiben, beim Thema Biogas kommt man an Fäkalsprache leider nicht vorbei. Wir haben es allerdings auch nicht versucht. So, wir unterbrechen die Sendung für eine dringende Suchmeldung der Kollegen von Aktenzeichen XY ungelöst.
Menschen verschwinden immer wieder, aber nicht immer ist ihnen etwas Schlimmes passiert. Manche sind bloß mal untergetaucht und wollen einfach nicht mehr gefunden werden. Für die Angehörigen ist so eine Situation absolut unerträglich. Er ist 66 Jahre alt, 1,71 groß, graues Haar. Mein Gott, hoffentlich wird der Mann bald gefunden. Von dem hat man ja wirklich schon seit Ewigkeiten nichts mehr gehört. Es ist fast wie damals, 2004. Erinnern Sie sich noch an diese Schlagzeile hier? Horst Wehr. Damals wusste niemand, wer Horst Köhler ist. Ne? Heute müsste es heißen, wo Horst? Ja. Keine Stellungnahme des Staats überhaupt zu Hartz IV, Missbrauch Afghanistan. Ich sag Ihnen, manche seiner Groupies, die sind schon total verzweifelt. Ich weiß nicht, wo der Präsident ist. Ich vermisse ihn. Ich vermisse ihn doch auch, Claudia. Nicht weinen, kleines Regengesicht. Beziehungsweise, ich vermisste ihn bis diese Woche. Da gab Mr. President ein Interview im Fokus und sagte: Das Volk erwartet jetzt tatkräftiges Regieren. Daran gemessen waren die ersten Monate enttäuschend. So, na bitte, er lebt noch, der alte Holzmichel. Und haut mal gleich dazwischen. Kritik an der schwarz-gelben Koalition. Hätte ich von ihm nicht gedacht, muss ich sagen. Denn Horst Köhler gilt als schwarz-gelbes Geschöpf. Gruselig. Ein schwarz-gelbes Geschöpf. Wie habe ich mir das denn bitte vorzustellen? Ach so. Ja. Meister, es lebt! Und das Geschöpf hier hat ja recht. Die ersten Monate der Regierung waren wirklich mau. Mit der Meinung kann der Köhler durchaus punkten. Jetzt muss er nur noch schnell nachlegen. Ja, mit irgendwas anderem, was die Bürger gerne hören. Dem Magazin Focus sagte der Bundespräsident, auch auf die Gefahr hin, sich mit vielen anzulegen, wir sollten darüber nachdenken, ob der Preis von Benzin nicht tendenziell höher als tendenziell niedriger sein sollte. Also mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein bisschen ungeschickt, wirklich. Wenn man beliebt sein will, fordert man doch keine höheren Benzinpreise, ja? Kann man ja gleich fordern, süße Hundewelpen zu ertränken. Hier, ja, das hier halten Ihre Untertanen von der Idee. Ich kann gar nicht umweltfreundlich denken, ich muss an mich denken. Ja. Ja. Erfrischend ehrlich, die Dame. Erfrischend ehrlich. Ja, da wird nicht lang geheuchelt. Sie war nur ehrlich. Denn die Forderung von Köhler sorgt doch nur für... wie sagt man das, Frau Kollegin? Brust an deutschen Zapfsäulen. Exakt. Das sorgt nämlich für Frust an deutschen Zapfsäulen. Herr Köhler, warum fordern Sie sowas Komisches? Ich mache mir langsam ernsthaft Sorgen um Sie, muss ich sagen. Ach, da ist er ja. Alles in Ordnung bei Ihnen? Göttchen, ich kümmere mich mal lieber. Ja, hallo? Ja, hier ist ein älterer Herr auf meinem Schreibtisch. Bitte kommen Sie schnell, schicken Sie irgendjemanden. Da kommt schon jemand. Jetzt kommt jemand. Ja, ja, ja. Ja, so. Tschüss. Gute Besserung, alles Gute. Oh, jetzt höre ich gerade, eine Frau Merkel will mir was sagen. Wenn Sie vielleicht auch ganz persönlich dafür sorgen könnten, dass unserem Staatsoberhaupt, dem Bundespräsidenten, der notwendige Respekt entgegengebracht wird. Das ist das, was hier passiert. Entschuldigung. Kommt nicht wieder vor. Ich fühle mich halt im Moment so ein bisschen alleingelassen, nicht beachtet, nicht gesehen. Das geht ja uns allen so in Deutschland. Ne? Unser Bundeshorst spricht kaum noch zu uns und unser Papst, der schreibt nicht mal. Unser eigener Papst schreibt den Iren, aber uns nicht. Das Thema Missbrauch bleibt trotzdem auf der Tagesordnung, auch in Talkshows, wo man mit seiner Wortwahl im Moment gar nicht vorsichtig genug sein kann. Dieses schwüle Männermilieu der katholischen Kirche muss endlich durchgepustet werden. Ja, von durchpusten hätte ich in dem Zusammenhang jetzt nicht gesprochen. Unglücklich formuliert, unglücklich. Aber okay, die Kirche reagiert ja, will was ändern. Das muss man, meine ich ehrlich, muss man anerkennen. Oliver, mein Sohn, ja? Beichte deine Sünden. Wieso denn ich? Habt ihr im Moment nicht viel mehr zu beichten? Nur eine Frage. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, bislang galt ja die Faustregel, pädophile Priester werden so lange in andere Gemeinden versetzt, bis sie zu altersschwach sind, um noch jemanden zu belästigen. Ja, aber damit ist nun Schluss. Ein Priester, der schon 1980 als bekannter Kinderschänder von Essen nach München versetzt wurde, ist jetzt vom Dienst suspendiert worden. Und zwar, ich zitiere, mit sofortiger Wirkung. 30 Jahre später mit sofortiger Wirkung. Immer noch bei einigen ein beliebter Mann, wie die Homepage seiner letzten Gemeinde beweist. Da ist von ihm die Rede als dem Priester zum Anfassen. Was in dem Fall nicht mal gelogen ist.
Ja, ist tatsächlich immer noch so online. Warum auch immer. Aber wie gesagt, die Kirche hat ja nun wohl verstanden, im Brief des Papstes, ich wiederhole mich gern, stehen lauter wichtige und richtige Sachen. Wir schalten live zu Petra Radetzky nach Rom. Guten Abend. Guten Abend. Petra, warum hat denn der Papst noch keinen Brief an die Deutschen gerichtet? Ach Oliver, die Missbrauchsfälle sind in so vielen Ländern aufgetreten. Wenn der Papst da jetzt jeder einzelnen Nation einen Brief schreibt, wissen Sie, was da alleine an Portokosten zusammenkommt? Ja, so hatte ich es noch gar nicht betrachtet. Petra, Sie glauben also, da kommt jetzt gar kein Brief mehr speziell an uns? Schwer zu sagen. Hier in Rom wird spekuliert, dass Benedikt sich vielleicht doch noch in einem Extraschreiben an die deutsche Geistlichkeit wendet. Aha, und was wird da voraussichtlich drinstehen? Wahrscheinlich sowas wie, reißt euch am Riemen, Jungs. Und zwar zur Abwechslung mal am eigenen. Ja, gutes Stichwort, gutes Stichwort. Müsste die Kirche, das ist ja eine Lehre aus der Situation, müsste die Kirche nicht auch endlich eine Diskussion über ihre Sexuallehre zulassen? Sie dürfen nicht vergessen, Oliver, viele Katholiken wollen die Kirche genau so, wie sie ist. Als zum Beispiel der Pfarrer zum Anfassen endlich suspendiert wurde, fanden das in der Gemeinde gar nicht alle so gut. Sehen Sie mal hier. Sie glauben aber nicht, dass wir zu dem alten Kasen noch was sagen. Alles schon vorbei. Aber er hat ja Kinder missbraucht. Und deren das andere nicht. Vor 100 Jahren, hören Sie auf. Deren das, ja, Verschwuchter gibt's nun. Oh, geh, hör's doch auf. Süß, oder? Hm. Dabei sollten auch gerade diese Damen froh sein, dass die Kirche sich seit dem Mittelalter reformiert hat. Stichwort Hexenverbrennung. Naja, gut, vielleicht sind die Damen auch einfach verbittert, so wie der Regensburger Bischof Müller. Der hat gerade gesagt, von den Medien wird gegen uns gezischt und gefaucht. Ziel der Kampagne ist, die Glaubwürdigkeit der Kirche zu erschüttern. Ist da was dran? Ich bitte Sie, Oliver, um Ihre Glaubwürdigkeit zu erschüttern, ist die Kirche doch nun wirklich nicht auf die Medien angewiesen. Das kriegt die schon ganz alleine hin. Verstehe. Ja, Petra, ich würde vorschlagen, Sie rufen dann an, sobald sich der Papst doch noch an Deutschland wendet. Ne? Mach ich. Hm. Kann aber dauern. Vergessen Sie bitte nicht, die Jungs hier haben 359 Jahre gebraucht, um Galileo zu begnadigen. Gut, dann sehen wir uns nach meiner Rechnung im Jahr 2369 nach dem Heute-Journal mit Klaus Kleber. Petra Radetzky, meine Damen und Herren. Dankeschön. Der Frühling ist da und die gute Nachricht für alle RTL2-Zuschauer, um das zu merken, muss man nicht mal mehr vor die Tür. Ja, einfach die Glotze einschalten. Da laufen jetzt rund um die Uhr sinnlose Frühlingsreportagen. Wichtigste Zutat dabei, der sogenannte Experte. Jetzt bei diesem Wetter wird mehr von dem Serotonin gebildet, das macht gute Laune. Jetzt ist natürlich auch noch ein bisschen Melatonin da von das Winterhormon. Die beiden, die kämpfen jetzt, wer gewinnt, ja. Aber ganz klar, der Gewinner wird sein, das Serotonin, also die gute Laune. Hm. Das war ja fast schon interessant. Melatonin und Serotonin, so heißen normalerweise nur Kandidaten bei DSDS. Was braucht man noch für einen guten Frühlingsbeitrag? Was fehlt noch? Natürlich möglichst viele langweilige Klischeebilder. Hier, solche. Blumenbeete, gefüllte Straßencafés, Affen beim Sonnen, verliebte Paare, sehr, sehr kleine Penisse. Moment mal. Was war das denn gerade? Das will ich zwar nicht, aber das muss ich noch mal sehen. Also es geht einfach darum, dass ich es nicht einsehe, dass mir vorgeschrieben wird, wie ich bekleidet zu sein habe. Ich finde, die Menschen sollen das tun können, was sie wollen, wenn sie damit niemandem schaden. Ja, vielen Dank auch. Haben Sie das gesehen? Hier, die Gesichter der Polizisten werden verfremdet, unkenntlich gemacht. Aber die ausgemergelte Veganer-Gurke, die zeigt ihr uns. Danke dafür. Über dieses Paradoxon können Sie den Rest des Abends gerne nachdenken. Denn das war die Heute-Show. Jetzt kommen die Vorleser. Wir sehen uns nach Ostern wieder. Tschüss, schönen Abend noch.